Hallo und willkommen zum dritten Infovideo fürs Dawn of War Turnier 2012 von Java als zum LP und mit dabei natürlich wieder der liebe... Der unnahbare LP. Jawohl. Zuerst mal wollen wir die Frage klären, warum es kein Match 6 gibt bzw. gab. Sag mal, der unnahbare, kannst du mir dabei vielleicht helfen? Klar, ich bin ja absoluter Spezialist für versäumte Matches. Es lag ausnahmsweise mal nicht an unserer eigenen Dummheit oder Beschränktheit, sondern schlicht und ergreifend daran, dass ein Turnierteilnehmer, ein Ketzer, ein Heretiker, abgesprungen ist. Er ist ausgestiegen. Ja, Killerspace hat sich, mitten im laufenden Turnier vom Turnier abgemeldet. War ein bisschen scheiße, weil jetzt haben wir leider einen Platz frei. Und den jetzt aber nochmal mit irgendwem neu zu besetzen, wäre irgendwie auch unfair. Deswegen haben wir beschlossen, dass sein Gegner, in dem Fall hier also Denark, automatisch im Viertelfinale ist, damit das Turnier ganz normal weiterlaufen kann. Sehr richtig. Bei Killerspace lag es wohl daran, dass sein Dawn of War und Computer wohl irgendwie beide ziemlich fratze waren. Er hatte vorher schon geschrieben, dass er Probleme hat und irgendwann hat es gar nicht mehr funktioniert. Und er meinte, dass er im Moment nicht die Zeit haben würde, sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen haben wir dann gesagt, gut, wir hatten überlegt, ob wir irgendwie nochmal so einen Freifahrtschein machen sollen für diejenigen, die schon rausgeflogen sind, aber das erschien uns alles nicht so wirklich fair und hätten noch mehr organisatorische Arbeit hervorgerufen, dann hätte man noch eine Auslosung von den Verlierern machen müssen und alles. Und es ist so am einfachsten, dass Denark jetzt automatisch im Viertelfinale ist. Richtig. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar die Auslosung der Viertelfinal-Matches, beziehungsweise erstmal natürlich die Bekanntgebung der Gewinner aus der Vorrunde. Gewonnen haben Leon, Narco, Lord Richard, Seven, Panzer AG, Denark, Trash Monkey und Assassin Boy. Das sind unsere Gewinner der Vorrunde. Und wir hatten überlegt, ob man das so stufenmäßig machen soll, dass die automatisch weiterkommen und dann den nächsten Gegner schon vorprädestiniert haben. Das erschien uns aber auch ein bisschen blöd, weil dann ja manche Leute eher wissen, gegen wen sie kämpfen und dann kann man sich besser darauf vorbereiten. Also haben wir jetzt einfach nochmal gesagt, wir setzen alles auf Null und machen eine neue Auslosung. Und dazu kommen wir jetzt. So, also kommen wir zur Auslosung. Wir nehmen dafür wieder die wunderbare Seite randomizer.org. Also random.org, so, mit dem Listen-Randomizer. Und wir haben jetzt hier die Reihenfolge der Gewinner einfach eingetragen. Also als erstes hat Leon gewonnen, dann hat Narco gewonnen. Lord Richard, wir sehen, das ist live hier. Und ich klicke jetzt einfach mal auf Randomize und damit kriegen wir die Reihenfolge der Viertelfinal-Matches. Also, erstes Match, Panzer AG gegen Assassin Boy. Zweites Match, Seven gegen Narco. Drittes Match, Leon gegen Lord Richard. Und das vierte Match, Denner gegen Trash Monkey. Unsere acht Spieler im Viertelfinale. Und das sind unsere Viertelfinal-Matches. Ja, die Gewinner dieser Viertelfinal-Matches, die werden dann aber definitiv nach dem Stufenplan weiterkommen. Also die Gewinner von Match 1 und Match 2 zusammen in ein Halbfinale, die Gewinner von Match 3 und 4 in ein Halbfinale und dann die Sieger der beiden Halbfinale, na, wer hätte es gedacht? Richtig, die kommen dann zu zweit ins Finale. Ganz genau. So, kommen wir als nächstes nochmal zu den wunderbaren Regeln der Viertelfinal-Matches. Die Regeln sind ja eigentlich schon bekannt, wir wiederholen sie nochmal ganz kurz und wir empfehlen allen kurz dran zu bleiben, weil wir geben nochmal Beratungstipps für die Karte, auf der gespielt wird, also dranbleiben. Die erste Regel ist natürlich wieder 25 Minuten Zeitlimit, danach wird entschieden nach Militärpunktzahl. Mein Skype plöppt auf, ich hoffe, das stört euch nicht. Die zweite Regel ist, dass es auf der Karte Ödland von Eris gespielt wird. Das Match wird auf der Karte Ödland von Eris stattfinden und gleich gibt es noch ein paar Tipps zu der Karte von uns. Und die dritte Regel ist, dass jeder sein Wahlvolk benutzen darf und dabei ist ganz wichtig, ihr müsst uns vor dem Match fragen wir euch und dann schreibt ihr uns privat euer Volk, mit dem ihr spielen wollt. Sobald wir alle in der Konversation sind und die beiden Spieler sehen, was der andere spielt, wird das nicht mehr geändert. Ja, das heißt, ihr könnt jetzt nicht, wenn der andere Space Marine ist, sagen, oh, dann will ich aber jetzt lieber mit Chaos spielen. Ihr müsst euch vorher überlegen, ein Volk für das Viertelfinale, ein Volk für das Halbfinale und ein Volk fürs Finale. Und das dürfen nicht dieselben Völker sein. Genau, und dann gab es noch eine Fuck, das ist jetzt sehr zweideutig. Also, es gab noch eine Frequently Asked Question. Das Volk, das ihr in der Vorrunde hattet, dafür könnt ihr ja nichts, dass ihr das erwischt habt. Das dürft ihr selbstverständlich in den drei nachfolgenden Runden noch einmal verwenden. Also, wenn ihr in der Vorrunde Tau hattet, oder Space Marines, was auch immer,
dann dürft ihr im Viertelfinale, Halbfinale oder Finale die Tau, die Space Marines oder was auch immer noch einmal, ein einziges Mal verwenden. Richtig, ganz genau. Gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt auch alles geklärt. Wenn noch Fragen sind, wie immer, damit in die Kommentare oder auch Formspring oder einfach uns privat fragen. Wir kommen jetzt zur Kartenvorstellung von Ödlan von Eris und ich würde sagen, da sehen wir uns gleich wieder. Wir müssen mal eben unser Donner vorstarten, weil wir wollen ja euch das auch wirklich so richtig zeigen können. Was richtig. Passiert? Bis gleich. Hier, wie versprochen, die Kartenreview zur Ödlan von Eris Viertelfinalkarte. Ihr seht, die Karte ist relativ groß. Sie hat viele Kontrollpunkte, das heißt, Anforderungspunkte werden kein Mangel sein. Und sie hat sehr viele Wege, also man kann von allen möglichen Seiten aufs Maul kriegen auf dieser Karte. Fangen wir aber damit an, die Karte uns mal ein bisschen näher zu betrachten. Java und ich haben hier direkt aufgegeben. Wir gucken uns hier letztlich nur das Spiel zweier Verrückter an hier, die sich gegenseitig betteln, ist ja auch mal ganz interessant. Hier Tau gegen Tau. Auch genau. Ganz lustig. Ist auch sehr interessant, richtig. Auf denselben Positionen werdet ihr hinterher spielen, das heißt, ihr steht euch gegenüber, habt die ganze Karte vor euch, ihr seht in der Mitte dieses X-artige, ja, diese sich kreuzenden Wege mit dem strategischen Ziel in der Mitte, hier, das strategische Ziel, als natürlich eins der Hauptschlachtpunkte und werdet im Endeffekt spielen müssen wie die Computer hier. Genau. Man sieht, die Basen sind relativ weit auseinander, aber der Schein trügt in dem Fall ein wenig. Es ist so, dass es hier ja indirekt einige Abkürzungen gibt. Unter anderem gibt es ja direkt vor der Basis diesen Felsblock, dieses Felsmassiv, das verhindern soll, dass man halt direkt in die Basis rennt. Aber dieses Felsmassiv ist ja durchaus mit fliegenden Einheiten zu überwinden. Und dann steht man die Verteidigung des Gegners hinter sich lassen direkt in seiner Basis drin. Das ist hier also sehr schwierig auf dieser Karte zu verteidigen. In dem Sinne ist praktisch nicht möglich, weil es immer irgendeinen Weg gibt, den man nicht beachtet hat. Man sieht schon mal sehr genau, bei den Basen ist es so, es gibt zwei Eingänge, beziehungsweise zwei Ausgänge, je nachdem. Und das sind jeweils sehr, sehr breite Wege, also da auf Einbunkerung zu gehen und alles auf Geschütztürme und sich dahinter verbarrikadieren, wie so ein richtiger imperialer Feigling. Ist nicht. Ist überhaupt nicht drinne bei der Karte. Erstmal kann es sein, dass man auf dem falschen Fuß erwischt wird, der über die andere Seite kommt, oder viel schlimmer mit Flugmodulen, Sprungmodulen. Oder es kann natürlich auch einfach sein, dass die Wege so breit sind, dass da mal eben so ein Knarrlok nach vorne rennt, all das Feuer auf sich zieht und dann werden eure Türme wunderbar eingerissen. Also Tipp von unserer Seite hier, einbunkern nicht. Ihr könnt ja natürlich gerne Geschütztürme bauen und so die Wege so ein bisschen kontrollieren. Aber versuchen, hier seine ganze Basis einzumauern, das wird schwierig. Dafür ist die Karte einfach zu offen. Und genau deswegen haben wir die Karte auch ausgewählt. Genau, wir wollen ja hier explizit keine Verbunkerungen, sondern schöne Rush-Techniken sehen. Bitte denkt daran, das Match dauert 25 Minuten, also gewinnen auch die beiden Reliquien auf der Karte eine erhöhte Bedeutung, weil in 25 Minuten ist es durchaus möglich, oder problemlos möglich, sagen wir es so, einen Land Raider, einen Baneblade, sonstiges zu schaffen. Richtig. Das heißt, wer die beiden Reliquien hier auf der Karte kontrolliert, kontrolliert auch die stärksten Einheiten. Brauche ich ja sicherlich keinem Donner-Vorspieler zu erzählen. Wenn man sich hier so in die Position eines Gegners stellt, sieht man, man hat auf der rechten Seite, rechts neben der Base, also die Karte ist ja achsensymmetrisch aufgebaut, oder? Ne, punktsymmetrisch aufgebaut. Achsensymmetrisch. Achsensymmetrisch, ja, egal, ne? Mathe ist ja eh nicht so wichtig. Das heißt, ihr habt rechts von euch eine Reliquie und links von euch weiter entfernt die zweite Reliquie, die vom Gegner. Ihr könnt beide einnehmen, aber ihr solltet mindestens eine sichern. Erstmal gibt euch das natürlich weitere Ressourcenboosts und wie gesagt, oder wie der Unabare gerade schon schön gesagt hat, die stärksten Einheiten kriegt man nur mit Reliquien, also Avatare und erwachte Monolithen und ihr kennt das Gedöns ja. Genau. Brauchen wir euch ja wie gesagt nicht zu erzählen. Folgendes hier noch als kleiner Hinweis, die Reliquien, die sind ja jetzt nicht unbedingt direkt neben eurer Basis. Das heißt, versucht bitte nicht, die auf Biegen und Brechen sofort einzunehmen. Nehmt erstmal Kontrollpunkte ein. Die geben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die gleiche Anzahl an Anforderungspunkten. Richtig. Und sind deutlich schneller einzunehmen. Das heißt, versucht hier erstmal, wenn ihr startet, gut was an Map-Präsenz zu haben. Die Anforderungspunkte, die ihr dadurch erhaltet, werden euch später noch sehr nützlich sein. Also nicht, wenn man 3-4 Kontrollpunkte eingenommen hat, einfach aufhören, ganz wichtig, sondern mit seinen Einheiten, zumindest mit seinen leichten Eroberungseinheiten, immer weiter vorstoßen,
bis man auf den Gegner trifft und Kontrollpunkte einnehmen. Das ist ganz wichtig. Dazu kommt ja auch, dass es eigentlich eine Viererkarte ist. Wir sehen hier zwei weitere Positionen, wo eigentlich ein Hauptquartier gewesen wäre, wenn wir nicht aufgegeben hätten. Also einmal hier hinten, wo ich jetzt gerade bin, da sind jeweils nochmal mindestens 3 Anforderungspunkte. Genau. Das heißt, die kann man super mitkontrollieren. Hier vorne kommt es gerade zu den ersten Kämpfen. Krut gegen Feuerkrieger. Ja, Krut gegen Feuerkrieger gegen Geister oder so. Keine Ahnung. Lassen wir mal so hingestellt. Wie gesagt, das sind verrückte Computer. Was die treiben, interessiert uns eigentlich nicht. Und die nur jetzt, damit die Karte nicht ganz so leer aussieht, sondern ein bisschen realistischer. Also guckt, dass ihr auch in die gegnerische Base reinkommt oder natürlich in die beiden Bases, wo eigentlich nichts los ist, und da versucht ein bisschen zu kontrollieren. Wer die meisten Anforderungspunkte hat, ist bei dem Spiel nun mal so, wer die meisten Anforderungspunkte bzw. Energiepunkte hat, der kann auch gut das Spiel dominieren. Ja, genau. Ein weiterer Tipp, wenn ihr auf Fahrzeuge gehen wollt, was bei 25 Minuten Spieldauer ja sicherlich keine schlechte Idee ist, es gibt auf dieser Karte 2 Slack-Vorkommen. Die liegen in einer Linie von eurem Hauptquartier aus gesehen mit den Reliquien letztlich. Also wenn rechts von euch die Reliquie ist, ist links von euch das Slack-Vorkommen. Die sind ein bisschen schwierig zu verteidigen, weil sie von diesen Straßen, die in die Mitte führen, abzweigen, aber es lohnt sich definitiv. Bitte? Ich finde auch gerade nur eins. Ich finde nur das. Ja, das liegt daran, dass das andere schon bebaut ist von dem Tau. Deswegen siehst du das nur als roten Punkt. So, genau. Also hier ist das eine Slack-Vorkommen. Die sind auf der Minikarte. Wenn man da mal mit dem Kopf rangeht, sind die ein bisschen heller als die Anforderungspunkte. Genau. Hier ist das eine und das andere, das wird schon bebaut. Das ist hier. Genau. Da kann man Thermoplasma-Generatoren draufbauen. Die kosten mehr als normale Generatoren. Um genau zu sein, 275 Anforderungspunkte bei den meisten Völkern. Ja, aber dafür bieten sie auch deutlich mehr Energie. Also ich glaube plus 50, wenn man einen baut, ja, oder so. Plus 50, genau. Das ist ein enormer Vorteil. Also als Vergleich, die meisten Plasmageneratoren, also die normalen Energiespender, kosten zwischen 110 und 150, sowas in dem Bereich, je nach Volk. Necrons hier natürlich außen vor, das ist ganz klar. Genau. Plasmageneratoren kosten, also Thermoplasmageneratoren, die man nur auf den Slack-Vorkommen bauen kann, kosten deutlich mehr, die kosten 275. Aber noch nicht mal das Doppelte bei den meisten Völkern. Ja, noch nicht mal das Doppelte und bringen die fünffache Energie, die fünffache. Also für alle Leute, die auf Fahrzeuge gehen wollen, das ist eine deutlich kostengünstigere Alternative. Deswegen lege ich euch das ganz arg ans Herz. Nehmt diese Dinge ein und bewacht sie gut. Vor allem, man muss im Kopf haben, desto früher man sowas baut, desto effektiver kann man es nutzen. Ne? Jede Sache, die man baut und einnimmt, wirft Ressourcen ab. Und desto eher man das macht, desto mehr Ressourcen kann die auch in der gesamten Spielzeit gesehen abwerfen. Genau, außerdem, je früher ihr sie baut, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ihr angegriffen wird. Im späteren Spielverlauf, dass das Ding relativ schnell eingerissen wird, ist keine Frage, aber bis dahin soll sie sich ja wenigstens gelohnt haben. Richtig, damit der Preis auch wieder rauskommt. Genau, und bei Necrons, wenn ihr Necrons spielen wollt, dann ist das ja sowieso keine Frage, dann braucht man die Dinger wirklich dringend. Richtig. Was durchaus auch eine Möglichkeit ist, bei 25 Minuten ist, sich eine zweite Base zu machen, Baueinheiten irgendwo hin zu retten. Weil wir haben gerade schon gesagt, die eine Base kann recht schnell überrannt werden und bei dem Tau ist gerade nur Produktion hier, da wird alles gerade gemacht, sieht zumindest so aus. Eine Baueinheit nehmen, irgendwo hin, zweites Hauptquartier später bauen oder einfach schon mal eine Baracke, dass man schnelle Einheiten auf dem Feld hat, dass man mehr Einheiten schnell auf dem Feld hat. Necron, der so lange braucht, um seine Einheiten zu produzieren, vor allem Necron-Krieger, der kann super ein zweites Hauptquartier bauen, wenn er die erste Entwicklung hinter sich hat. Das sind 700 Energie, das wirkt erstmal viel, kann sich aber rentieren, weil die Necron-Krieger ja beispielsweise gar nichts kosten. Ja, dazu genau. Ist die Karte locker groß genug, dass das nicht rausgeschmissene Ressourcen sind. Wenn man da intelligent baut, dann kann man da richtig viel mit abwerfen. Und ein zweites Hauptquartier bringt ja auch wieder weitere Ressourcen, ne? Ja, die bringen 20 Anforderungspunkte zusätzlich und selbst wenn man alle Punkte verliert, sind das dann ja immerhin schon mal 20 sichere. Aber wie gesagt, hier auf der Karte ganz wichtig, wenn ihr das Spiel startet, gut was an Anforderungspunkte einnehmen, schön auf Wirtschaft gehen, ihr habt 25 Minuten Zeit, das sind 10 Minuten mehr als letztes Mal. Investiert die gut, 15 Minuten kämpfen ist sicherlich sinnvoll, also nach 10 Minuten, nach 15 Minuten hier angreifen spätestens, das erste Mal.
Ich denke, so die ersten 10 Minuten solltet ihr aber euch wirklich auf eure Wirtschaft konzentrieren, auf eure Technologien konzentrieren, je nachdem, was ihr halt vorhabt. Aber die Karte ist so groß, dass hier ein Rush in dem Sinne in den ersten paar Minuten sehr schwer wird. Richtig, also dass jetzt hier nach 2 Minuten Necron mit Einheiten vorbeischaut, ist hier halt recht unrealistisch. Und wenn man am Anfang eher auf Technologie und Wirtschaft geht, kann man hinterher stärkere Einheiten schneller rufen. Das ist einfach so. Das heißt, man muss versuchen, hier deinen Gegner einzuschätzen. Geht der auf einen schnellen Rush? Vielleicht mal einen Geistkampfanzug in die Basis schicken, gucken. Hat der jetzt schon eine Maschinengrube? Kann man sich darauf einstellen, dass schnell ein Panzer kommt? Hat der aber 4 Energiegeneratoren? Kann man sich denken, okay, da kommt noch ein bisschen. Da hat man noch ein bisschen Zeit. Also versuchen hier rational dran zu gehen und mit logischem Denken. Ihr könnt natürlich auch rushen, klar. Aber seid euch halt den Vorteilen bewusst, dass ihr jetzt ein 25-Minuten-Match habt. Rush-Technik innerhalb von 15 Minuten auf einer kleinen Karte ist super. Bei einer großen Karte würde ich es nochmal überdenken. Genau, also hier auch Technologien, eigentlich sehr nützlich. Wie gesagt, das ist euer Ding, das müsst ihr sehen, wie ihr das handhabt. Aber die Karte ist sehr groß, sehr weitläufig und macht euch das zunutze. Nutzt die großen Räume, verbunkert euch nicht auf engem Raum, habt große Map-Präsenz, große Kartenkontrolle. Man sieht das jetzt hier schon, dass die Einheiten so über das ganze Feld verteilt sind. Hier ist eine Baueinheit am anderen Ende der Karte sozusagen. Hier sind überall schon Horchposten drauf, so muss es aussehen, ne? Ja, ich meine, wenn du dir das hier mal anguckst, die beiden haben ja circa 50% Map-Präsenz jeder. Da könntest du ja jetzt von oben nach unten in der Mitte einen Strich durchziehen und dann hätte ja, jeder richtig. Eine Seite der Karte. Genau, so ungefähr. Circa, ja. Ja, nicht ganz. Der eine hat auch deutlich mehr Einheiten, die Feuerkrieger geben den Crew hier gerade ganz schön aufs Maul. Ja, das kann man wohl sagen, aber Panzer wollen sie beide nicht bauen, die Volldeppen, oder? Nee, die haben auch beide noch keinen Mondka-Befehlsstand oder so. Ach, ich verstehe das einfach nicht. Diese Vollspasten, warum können die nicht mit Tau zocken? Der eine hat 1800 Anforderungspunkte und 1000 Energie da. Ach, jetzt kommt der Kaoyun-Befehlsstand. Na ja, okay. Also, ihr habt hier 1000 Möglichkeiten. Ihr könnt euch ganz spezialisieren. Ihr könnt auf Einheiten gehen, à la Infanterie. Ihr könnt auf Fahrzeugrush gehen. Ihr könnt auf Verteidigen gehen, also nicht einbunkern, sondern Wege verteidigen, Map Presence, wie die coolen Leute sagen, Präsenz verteidigen. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Das ist wunderbar auf der Karte hier. Ja, genau das. Also wie gesagt, ganz wichtig, nehmt wahnsinnig viele Punkte am Anfang ein. Die bringen euch einen wahnsinnigen Ressourcenboost. Ihr seid damit einfach ganz klar im Vorteil. Also, ganz wichtig, wir haben das öfter im Turnier gesehen auf der letzten Karte. Da gab es auch einige Punkte einzunehmen. Das wurde aber zum größten Teil nicht getan. Wir hatten Matches, da hatten beide jeweils nur 3 Kontrollpunkte. 3 Kontrollpunkte und haben die ganze Zeit am Existenzminimum, was Anforderungspunkte angeht, rumgekrebelt. Das kann's nicht sein, Leute. Ja, richtig. Da muss man halt, also da muss man echt aufpassen. Man hat auch immer gesehen, die Leute, die rumgerannt sind und alles eingenommen haben, die haben auch meistens gewonnen. Ne? Man hat die Reihe, man hat die Ressourcen ausgegangen sind. Richtig. Genau. Das ist auf der Karte also auch schwer, einen Gegner auf lange Zeit so hinzuhalten und die Ressourcen, sag ich mal, so aus der Tasche zu saugen, dass man den die ganze Zeit angreift. Der produziert, bis er irgendwann keine Ressourcen mehr hat. Das ist bei der Karte schwierig, weil es halt so viele Möglichkeiten gibt, an Ressourcen zu kommen. Aber ich finde, das macht auch gerade den Reiz aus. Es ist eine Karte, die man auf praktisch alle möglichen Arten und Weisen spielen kann und jeder kann seine eigene Art finden und hoffen, dass er damit gewinnt. Genau, und wie gesagt, nochmal mein persönlicher Geheimtipp, Flugeinheiten bzw. Einheiten, die in irgendeiner Form Hindernisse überwinden können, Porten. Sind hier definitiv keine schlechte Wahl. Porten, Fliegen, alles was dazu passt. Genau. Auch schnelle Einheiten, schnelle Panzer zum Beispiel hier von den Eldern, Falcons, die hier blitzschnell über die Karte fliegen und alles im Grund und Boden ballern. Landspeeder sind sehr schön schnell, wogegen ein Cybot hier ewig unterwegs ist und dann vielleicht auch nicht ganz so viel reißen kann, ne? Genau, vor allem wegen den großen Räumen hier. Also bis der irgendwas gefunden hat, was er töten kann, dauert es halt ein bisschen. Nahkampfeinheiten, so wie Croods, die schnell sind, mit Katzensprung ran an die Gegner, sind ja super. Aber so ein Knarlock ist hier halt ewig unterwegs und richtet wenig Schaden an. Ist ein erst dann irgendwann in der Base. Oh, was ist denn genau, da? Also schnelle Einheiten, schön. Sprungeinheiten, das ist für diese Karte alles sehr gut. Wie gesagt, auf der Karte gibt es wahnsinnig viele Punkte einzunehmen. Das heißt, mit euren schnellen Einheiten könnt ihr auch versuchen, dem Gegner diese Punkte wegzunehmen, beziehungsweise die Horchposten, die er darauf gebaut hat, zu zerstören, um ihm halt die Ressourcen wegzunehmen. Da eignet sich halt zum Beispiel ein Cybot oder sowas nicht. Also bedenkt bei euren Taktiken immer, die Karte ist wahnsinnig groß. Genau, und 25 Minuten im Auge behalten. Es geht wieder danach, eigentlich in erster Linie nach Vernichtung, und wir hoffen, dass eine Vernichtung stattfindet in 25 Minuten, mehr als möglich. Falls nicht, gehen wir nach Militärpunktzahlen.
Ich würde sagen, das reicht jetzt auch erstmal mit Tipps. Ich wünsche euch wunderschönes Training. Wir melden uns bei euch und versuchen die Matches zu organisieren. Die Spieler wissen jetzt, gegen wen sie kämpfen, also können sie vielleicht anhand der Vorrundenmatches schon mal gucken, wie spielt denn der so? Der Einzige, der noch nicht wirklich überprüft werden kann, ist Denak, aber gut. Ja, was ich noch ankündigen will, ist Folgendes, vielleicht nicht ganz uneigennützig. Auf meinem Kanal werden in nächster Zeit noch vor den ersten Viertelfinal-Matches einige Rush-Techniken, einige Techniken zu unterschiedlichen Völkern auf dieser Karte erscheinen. Also die sollen Anregungen sein, was kann man hier spielen, wie kann man es hier spielen. Vielleicht guckt euch das einfach mal an, wenn ihr noch ein bisschen unsicher seid, welche drei Völker ihr wählen sollt, welches Volk ihr für die Karte hier nehmen sollt. Da sind sicherlich auch noch einige gute Tipps von mir dabei. Die werden in der nächsten Woche hier auf meinem Kanal erscheinen, also schaut mal vorbei. Auch ein Geheimtipp von meiner Seite hier, wenn man sich mal anguckt, was die beiden Tau-Computer hier so feiern bzw. gefeiert haben. Die Tau-Einführung auf dem Kanal von Der Unnahbare, sehr detailliert und sehr hilfreich, wenn man das Volk noch nicht gut kennt und gerade Tau sind ein sehr schönes Volk, finde ich zumindest. Ja. Also auf dem Kanal gibt es auf jeden Fall noch ganz viele Sachen. Auf meinem Kanal gibt es ja die alten Videos, wo ich Let's Shows gemacht habe und die Let's Play Togethers. Wenn man sich die anguckt, gibt es auch ganz viele Tipps. Und man kann natürlich auch mal mit uns reden und sich von den Spielern von der Vorrunde Tipps einholen, wenn man die auf Skype hat oder so. Also ich denke mal, sich hier schlau zu machen, ist das geringste Problem. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen, dass ihr gegebenenfalls ein bisschen übt, dass ihr ein schönes Match hinlegen könnt und dass das richtig geile Matches werden für die Viertelfinal-Matches. Genau. Ich meine, nochmal ein offenes Wort zum Schluss. Wenn man sich die Matches angeguckt hat, die in der Vorrunde stattgefunden haben, die hatten, was Qualität angeht, ganz, ganz, ganz gravierende Unterschiede zum Teil. Ja. Also da muss man ganz klar sagen, wenn man sich die Matches angeguckt hat, wenn man sich einige Matches angeguckt hat, das ist einfach eine ganz andere Spielqualität als bei anderen Matches. Und es wäre natürlich sehr schön, wenn man hier eine bisschen homogenere Mischung an Spielern hätte. Also, dann bleibt es halt spannend. Wenn man nur gute Spieler hat, dann wird es wirklich spannend, wer gewinnt. Genau, genau das ist so unser Wunsch. Also nehmt es euch zu Herzen, trainiert noch ein bisschen. Wir wollen hier, wie gesagt, sehr spannende Matches sehen und keine Matches, wo der Ausgang des Matches von vornherein vorprogrammiert ist, wo es klare Favoriten gibt. Das sind nämlich immer die Matches, die zwar sehr schön anzuschauen sind von einer Seite, aber für die andere Seite dann nie so besonders erhebend. Und deswegen nehmt es euch zu Herzen, trainiert ein bisschen. Ganz genau. Man sieht jetzt übrigens, wir haben jetzt gerade mal 17 Minuten rum von dem Match. Es ist also noch echt viel Zeit hier. Ihr könnt schon längst ein Knarlok und was weiß ich nicht alles auf dem Feld sein. Ihr habt die Wahl, was ihr spielt und wie ihr es spielt. Das ist ganz euch überlassen. Ich wünsche euch wunderschönes Training. Ihr habt jetzt am Ende wieder diesen wunderschönen Screen, wo ihr euch durchs Turnier klicken könnt sozusagen. Ja, und dann geht's so in einer Woche oder zwei Wochen oder so, geht's dann los mit den Viertelfinal-Matches. Genau, wir wünschen euch noch eine wunderschöne Zeit bis dahin. Trainiert fleißig, macht's gut, euer der Unnahbare. Und ja, weiter zum RP. Tschö, tschö.